Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Part von Dauntless. Ja, ihr habt es vielleicht jetzt im Vorspann gesehen, also Bazinator hat sich die Mühe gemacht und hat uns so ein kleines Intro erstellt oder beziehungsweise mir ein kleines Intro erstellt. Ich weiß, wie es ist mit Intros, die sind so ein bisschen zwiegespalten zu sehen, manche nervt das und so weiter. Ich denke, sporadisch kann man es einsetzen. Ob das die finale Version bleibt, ist zum jetzigen Zeitpunkt noch unklar. Das Bild, wenn es eingeblendet wird, hier Montix, ist noch ein bisschen unscharf und so weiter. Oder beziehungsweise die Kanten sind nicht ganz glatt, falls das euer Kritikpunkt wäre. Ansonsten finde ich es eigentlich ganz geil und vielen Dank an Bazinator an der Stelle. Und wie ich schon sagte, ab und an bei so News-Videos oder sowas werde ich es auf jeden Fall mal einsetzen. Also es ist richtig gut geworden. Normalerweise bin ich kein so Intro-Fan, aber es macht auf jeden Fall ein bisschen Bock, sich das Video anzugucken und dementsprechend werde ich es dann auch mal einsetzen. Jo, vielen Dank, vielen Dank, vielen Dank, vielen Dank. Ja, das andere Thema, vielen Dank, ist der Jagdpass, kommt natürlich heute Abend am 3. Dezember. Jagdpass Kaltfront. Ja, die Rüstungen sind ungefähr so, wie sie es auch, geteased haben auf dem Twitter-Kanal. Und ihr könnt euch, ich gehe jetzt nicht genau drauf ein, ich glaube, ich werde ein Bild oder sowas einblenden. Ich werde das Ganze mit Bildern und vielleicht auch Videos untermalen, mal gucken, was ich hier so von mir gebe. Also es geht natürlich hauptsächlich drum, heute Abend ist großes Update angesagt und ich wollte euch so ein bisschen Zusammenfassung geben, diesmal etwas kürzer und auch so ein bisschen Einschätzung zu dem ganzen Thema. Jagdpass, ihr seht es ja spätestens heute Abend, wenn ihr dann sagt, okay, ich will dafür Geld ausgeben, ich habe da Bock drauf, mir gefallen die Rüstungen etc. und ihr möchtet euch Platin kaufen, wäre ich euch sehr, sehr verbunden, wenn ihr Creator-Code Montix nutzt. Was mich noch ein bisschen irritiert hat, es steht jetzt hier bei BladeDauntless.com, dass dieser Jagdpass Kaltfront bis zum 4. Februar geht, also jetzt wirklich 2 Monate lang. Das finde ich schon stramm irgendwie. Weiß ich nicht, war das sonst so? Nee, eher 6 Wochen mal 4 Wochen und so ein Kram. Keine Ahnung, vielleicht jetzt auch wegen Weihnachten ein bisschen verlängert. Mir kommt es nur so stramm vor, kann auch sein. Das nur so zur Info. Jo, dann Dauntless Reforged. Was ist los? Was haben sie gemacht? Fangen wir mal an. Und zwar, wie gesagt, ich werde es ein bisschen kürzer halten. Die Jagdgründe kommen ins Game rein. Oder ich muss es anders anfangen. Warum melde ich mich überhaupt so spät mit dem Video? Das hat nichts mit Immortals zu tun. Phoenix Rising. Also mit dem Spiel, mit dem ich euch ein bisschen zugehauen habe hier. Würde mich super freuen, wenn ihr dort mal reinschaltet und vielleicht mal ein Like, einen Kommentar da lässt. Wäre sehr wichtig für meinen YouTube-Kanal, wenn das Ding ganz gut ankommt. Es ist ein mega Game geworden, wenn ihr Bock habt, guckt mal rein, ich kann es mega empfehlen, wirklich mega, es ist richtig gut geworden, das ist kein Quatsch jetzt. Ja, guckt es euch mal an, aber das wie gesagt war nicht der Grund, warum kein Video kam, sondern ein ganz anderer, ein etwas positiverer Grund letzten Endes, weil ich eigentlich die ganze Zeit drauf gehofft habe, dass noch der große Knall kommt, dass der Bogen veröffentlicht wird und so weiter. Ich schließe es zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht mal aus, also ich schließe es wirklich nicht aus, auch wenn die Patchnotes draußen sind und so weiter. Mich würde es nicht wundern, wenn wir heute Abend noch irgendwas Krasses sehen. Es, natürlich, die Wahrscheinlichkeit tendiert mittlerweile Tendenz gegen Null halt eben, ist mir schon klar. Aber ja, ich habe eigentlich die ganze Zeit noch drauf gehofft, dass der große Knall kommt und deswegen wollte ich das dann alles zusammengefasst im Video bringen. Jetzt haben sie die Patchnotes veröffentlicht, etliche andere Infos. Es könnte sein, dass das alles viel größer ist, als man es einschätzen oder als ich es vielleicht eingeschätzt habe. Und sie sagen, okay, wir wollen sie erstmal gucken, dass das überhaupt richtig funktioniert, bevor wir jetzt den Bogen oder halt hier die Frosteskalation oder sowas noch mit dazu bringen. Das ist alles sehr buganfällig. Wahrscheinlich ist es heute Abend auch wieder buganfällig. Und deswegen wollten die wahrscheinlich nicht alles rausknallen. Ist mal so mein Tipp. Vielleicht sehen wir aber auch den Bogen. Vielleicht sehen wir die Frosteska. Wer weiß. Ich glaube es eigentlich nicht mehr. Aber ich habe so ein bisschen Hoffnung. Ja, das nur so dazu. Also die Jagdgründe kommen ins Game rein. Dazu werde ich gleich oder relativ gegen Ende des Videos werden wir eigentlich ganz speziell noch darauf eingehen. Der Pfad des Slayers kommt ins Spiel. Dazu habe ich hier schon ein Video gemacht, wo ihr das, euch mal anhören könnt. Ich denke, ich habe es eigentlich relativ gut und zutreffend zusammengefasst. Manchmal vielleicht etwas missverständlich, gab es auch 1-2 Probleme. Aber ich denke, das ist relativ klar geworden, was da im Spiel so los
ist, auch der Ausrüstungsfortschritt, habe ich da eigentlich relativ gut erklärt, der jetzt neu ins Spiel reinkommt. Alles andere, sage ich mal, werden wir ja morgen sehen. Für mich ist jetzt, oder heute sehen, für mich ist jetzt entscheidend, was ist wirklich in den Patch Notes, was noch gravierende Änderungen irgendwie hat oder irgendwie, sag ich mal, Veränderungen bringt, unabhängig von diesen großen Sachen, die ins Game kommen, die wir ja eigentlich schon tausendmal besprochen haben. Jo, Agarus wurde ein Fehler behoben, dass er irgendwie undeutlich angezeigt wurde. Dann die Repetierpistolen, da mache ich es auch ein bisschen kürzer. Da war es oft so, wenn man geschossen hat, das ist mir auch aufgefallen, weil ich wollte ein paar Pistolenbuilds spielen, habe dann geschossen, irgendwie konnte ich dann den Schnelligkeitsbuff nicht legen, manchmal konnte ich nicht nachladen und so ein Quatsch. Da gab es auf jeden Fall ein paar Bugs, die sind entfernt worden. Ja, und dann haben sie ein bisschen was an der Balance des Spiels geändert. Und zwar, ich lese es mal so vor. Wir haben die Forderung nach Bildabwechslung und einer Linderung des Power Creeps gehört. Mit Dauntless Reforged legen wir das Fundament für Verbesserungen und wir können es kaum erwarten, weiterhin an diesen Bereichen zu arbeiten. Die Schadenskurve, die kontrolliert, wie viel Schaden du in Abhängigkeit von dem Kraftunterschied gegen Behemoths anrichtest und von ihnen erleidest, wurde angepasst. Kleine Unterschiede von Kraft und Widerstand zwischen dir und dem Behemoth spielen jetzt eine größere Rolle als zuvor. Das bedeutet, dass du gegen Behemoths mit einer wesentlich niedrigeren Kraftwertung als der deinen viel mehr Schaden anrichtest, aber dass du auch viel mehr Schaden durch Behemoths erleidest, die eine wesentlich höhere Kraftwertung als du haben. Jo, also es wurde alles so. Also die Elemente zum Beispiel werden jetzt eine größere Rolle spielen. Das haben sie ja auch schon gesagt. Man muss jetzt noch mehr mit gegenteiligen Elementen arbeiten. Nicht nur auf der Waffe, sondern wenn man nicht gut dodgen kann, sage ich mal, spätestens dann natürlich auch auf der Rüstung. Das ist natürlich auch interessant, weil es wird wahrscheinlich solche Jagdgründe geben. Also diese Inseln da sollen es 18 Stück sein und die sind schon so ein bisschen nach Elementen sortiert. Dann kann es schon gut sein, dass man jetzt so Eisborn Builds zum Beispiel mit einer hohen Frostresistenz spielt und damit zum Beispiel dann auf die Frostinsel fliegt und so ein Kram. Das könnte, und dann mit einer Feuerwaffe halt eben, ja, das könnte so die Auswirkung davon sein. Eine andere Auswirkung könnte auch sein, dass es eventuell, das ist nur eine Mutmaßung jetzt von mir, vielleicht dadurch sogar besser ist, die kleinen Inseln sehr oft zu laufen, um seine Waffen schneller zu leveln. Ist einfach mal so ein Tipp, den ich mal so in den Raum schmeiße. Es wird ja am Anfang die kleinen Inseln geben, wo Lesser, Emberman und der ganze Kram da rumläuft. Vielleicht, wenn man die, da gibt es auch so Events und so weiter. Und vielleicht, wenn man die ganz schnell wegballert, könnte es sein, dass es, ich muss mal gerade hier was wegklicken, weil ich gerade genervt bin. Ja, und dann könnte es durchaus sein, dass es vielleicht so ist, dass man dort schneller EP sammeln kann für seine Waffen. Könnte sein, als wenn ich die großen Monster dann laufen muss und so weiter. Allerdings könnten dort weniger dieser Ätherfunken oder wie sie heißen droppen und so weiter. Es ist nur so vage reingestellt, die Vermutung. Ja. Ein viel größerer Teil der Effekte von Waffen und Rüstungen wurde auf Elementarschaden und Widerstand übertragen. Das wird eine große Rolle in Entscheidungen zu Builds und Bildabwechslung spielen. Ein großer Teil der Effekte von Waffen und Rüstungen, also wird auch die Waffe und Rüstung, die Werte werden sich dann wohl verändern. Nicht mehr wie vorher, was war es, 510 und 580 oder was es war, oder 710, keine Ahnung, also gerade mal so 60, 70 Punkte Unterschied, ich habe es schon vergessen. Ja, und da wird es wahrscheinlich jetzt so sein, jetzt nur auch grob gesagt, 500 zu 700 oder sowas, oder 400 zu 600 oder so, also ein krasserer Unterschied, müssen wir mal gucken. Genauso auf den Rüstungen genau der gleiche Spaß. Da war es ja immer, ich glaube, 25 Rüstungsbonus oder Elementarbonus pro Rüstungsteil gegen das gegenteilige Element, sage ich mal. Ja, und für das gleiche Element in dem Fall. Ja, müssen wir halt mal gucken. Ja, weiß ich, kann ich natürlich jetzt nicht sagen. Ja, müssen wir mal gucken. Dann haben sie die Abklingzeit der Effekte der Zelle der Standhaftigkeit geändert. Das finde ich sehr gut. Und zwar wird die jetzt auf der höchsten Stufe, auf Stufe 6, hat die nur noch eine Abklingzeit von 5 Sekunden oder auf Stufe 5 nur noch 10 Sekunden. Nur mal zum Vergleich, die Stufe 6 vorher bei Standhaftigkeit hatte 15 Sekunden. Und da war es für mich schon immer so, dass ich gedacht habe, oh, bei Prüfungen standhaft reinzumachen, da werde ich zwar gehittet, okay, falle nicht um und so, kann weiter Damage machen, aber dann 15 Sekunden oder 40 Sekunden oder sowas auf Stufe 5 warten zu müssen oder beziehungsweise dann direkt wieder umgenockt zu werden, nervt total. Jetzt bei 5, 10 und 15 Sekunden auf Stufe 6, 5 und 4, das finde ich schon super. Da ist Standhaftigkeit durchaus eine Zelle, die man mal spielen kann, gerade bei Prüfungen
oder ja, ich sag mal bei Prüfungen hauptsächlich. Dann haben sie geändert, dass die exotischen Baupläne und heroischen Farbstoffe sind nicht mehr durch Jagden erhältlich. Sie werden in einem zukünftigen Patch mit einer neuen Quelle wieder eingeführt. Wird wahrscheinlich auch so über den Eventhändler irgendwie so gehen, nehme ich mal an. Die meisten Anforderungen zur Herstellung von Waffen und Rüstungen wurden modifiziert, Kugeln und Arksteine sind überhaupt nicht mehr erforderlich und die Menge an benötigten Behemoth-Teile wurde angepasst. Allgemein erfordert die Herstellung von Ausrüstung jetzt regulär Teile, während das Überladen von Ausrüstung seltene Teile, epische Teile und Ätherherzen voraussetzt. Jo, ist denke ich mal auch klar, sage ich mal, dass man halt mit den kleinen Teilen jetzt halt die Sachen generell mal herstellt. Man hat den Weg auf 15 ja gar nicht mehr, das heißt, man muss ja nur noch einmal überladen, das habe ich ja das letzte Mal gesagt. An der Stelle war übrigens auch das Missverständnis, als ich dann gesagt habe, okay, die Waffen, ich sag mal, du hast eine Waffe, eine Grundwaffe, du baust sie, dann hat sie Stufe 1 sozusagen, oder die erste Stufe neuerdings, dann hat sie auch diesen Perk, sag ich mal, K.O.-Schaden plus 1 nur drauf. Und wenn du sie dann umschmiedest, dann wird sie wie früher die Waffe auf 15 direkt gestuft. Dann hast du also direkt den plus 3er Perk drauf. Das habe ich gemeint. Mit dem, natürlich ist mir klar, dass die Waffe jetzt nicht direkt Level 15 wird oder so, dass du sie hochleveln musst und so weiter. Das haben wir ja alles besprochen im letzten Part. Nur, dass es so, also annähernd so ist, wie sie damals halt war, in Anführungszeichen, vom Perk her gesehen. Die Elite-Jagdpässe gewähren keine zusätzlichen Behemoth-Beute und Bruchteile mehr. Zellen können nicht mehr von Behemoths erbeutet werden, aber Zellkörner können durch Insel-Events verdient oder in Schatzkisten und in den Jagdgründen gefunden werden. Ja, es wird wahrscheinlich etwas schwieriger, wobei, ja, muss man sehen. Man merkt halt deutlich, dass sie versuchen, dass man halt diese Events spielt, dass die Leute zu den Events hinrennen, dass die gespielt werden und so. So interpretiere ich das mal. Es könnte sein, ich habe schon vieles gelesen, die Zellen werden nicht mehr gut zu bekommen sein oder hier mit diesen Ätherfunken oder wie es heißt, diese Währung, die man bis 100 braucht, die wird zu teuer und die kann man sich auch noch kaufen, das ist Pay to Win und so. Warten wir es mal ab. Wir müssen es abwarten. Es kann sein, dass das alles gar nicht so heftig wird. Die Menge an täglichen Kopfgeldmarken wurde von 2 auf 4 erhöht. Es sind halt jetzt ein größerer Bestandteil des Games sozusagen. Der tägliche Münzwurf, das finde ich sehr gut, wird jetzt jeden Tag um 19 Uhr resettet, anstatt immer 23 Stunden nach seinem letzten Wurf. Das ist teilweise echt nervig, weil dann habe ich mal mitten in der Nacht angemacht oder sowas, wollte ein bisschen zocken, habe mir den Münzwurf gegönnt und dann hätte ich müssen den nächsten Tag wieder mitten in der Nacht, um die optimale Rotation einzuhalten. Und so ist er immer um 19 Uhr resettet. Das heißt, um 18.50 Uhr kann ich mir einmal den täglichen Münzwurf holen und um 19.01 Uhr kann ich mir wieder den täglichen Münzwurf holen. Also direkt innerhalb von 11 Minuten rein theoretisch kann ich mir den Münzwurf dann holen, weil er halt immer um 19 Uhr resettet wird, finde ich halt absolut sinnvoll. Was steht hier noch? Verbindungsstaue? Was? Mehr Verbindungsstaue wurde Seljas Seil? Keine Ahnung, irgendein Schrott. Dann haben sie ein bisschen was aus der Meisterschaft rausgenommen. Logischerweise, dass die Ausrüstung nicht mehr auf 5 oder 10 zu verbessern ist. Aber das wurde halt dann teilweise durch Erfahrungsstufen dann ersetzt. Das werden wir also auch sehen. Ist, denke ich mal, jetzt auch nicht so krasse Änderung, war eigentlich klar. Dann, dass bei der Schockeskalation nicht weiter Terra-Monster auftauchen. Und was sie auch noch geändert haben, der Eskalationsstärke-Boost wurde, oder pro Level wurde von 6 auf 2 gesenkt. Okay. Dies wird getan, um stärkere Schadenskurven in Dauntless Reforged auszugleichen. Der aus Eskalationen resultierende Schadensverstärker sollte sich genauso anfühlen wie bevor. Das heißt also, wir kriegen viel mehr Schaden oder ich muss noch den nächsten Satz vielleicht lesen, das ist vielleicht noch klarer oder in Kombination mit dem Satz. Die Eskalationsverstärkung wurde aus Jagden, welche nicht Eskalationen sind, entfernt, um Power Creep zu verhindern. Also die Prüfungen werden wieder schwerer, deutlich schwerer höchstwahrscheinlich.
Das heißt, auch in die normale Skillung ist dann praktisch dieser Wert. Sie haben ja gesagt, es soll sich, wobei das stimmt gar nicht, was ich da gerade gesagt habe. Sie haben ja gesagt, okay, der Power Boost von 6 ist ja egal, jetzt von 100% sozusagen, wird auf ein Drittel gesenkt, was man durch die Eskalation verdienen kann. Pi mal Daumen, von 6 auf 2 pro Stufe. Alles klar, wissen wir Bescheid. So, und sie haben gesagt, es soll sich genauso anfühlen bei der Eskalation, ach stimmt, doch, bei der Eskalation wie bevor. Das heißt also, die anderen 4 Punkte sozusagen, 60% des Power-Levels der Eskalation, werden in die normale Skillung übertragen. Das heißt, unsere Helden werden wahrscheinlich 60% so stark sein sozusagen, wie sie vorher stark waren, also, oder, wie soll ich sagen, man hat vorher den Boost dazu bekommen, das war logischerweise die 100% und davon jetzt nur noch 60%. Und das ist ungefähr der neue Max-Level, den man bekommen kann. Also werden schon die normalen Jagden etwas schwerer, wenn die Monsterstufe so bleibt, und auch die Prüfung wird etwas schwerer, nicht ganz krass so schwerer, weil man ja, wie gesagt, etwas dieser Eskalationsboni sozusagen jetzt im normalen Skillbaum drin hat. Wenn ich mich da jetzt richtig, ausgedrückt habe. Ja, und dann noch so ein bisschen Kleinkram, darauf werde ich jetzt nicht mehr eingehen. Ja, dann werden sie, wie ich schon sagte, den Jagdgrund ins Spiel bringen. 18 dynamische Inseln werden dazukommen. Bis zu 6 Slayer können gleichzeitig auf einer Insel sein. Tritt jederzeit einer Insel bei und verlasse sie wieder. Segle durch die Himmel mit Gleitern. Schließt euch zusammen mit zu Inseln-Events und versteckt. Verdiene Patrouillenschlüssel. Also es gibt keine Patrouillentruhen mehr, sondern die Schlüssel. Ob die Schlüssel, die Truhen zu Schlüssel umgewandelt werden, die man jetzt hat, keine Ahnung, kann ich euch auch nicht sagen. Um versteckte Schatztruhen zu öffnen. Jetzt muss ich mal gerade gucken. Bla, ja, es kommen 18 neue Inseln rein. Man kann Zeit verbringen. Echt jetzt? Ja, und man kann jetzt irgendwie immer eine Vorratskiste halt dann werfen. Muss ich gerade gucken. Jedes Element der Jagdgründe führt zu einem übergreifenden Ziel, die Möglichkeiten zu bieten, den Kampf, die Erkundung und das Teamwork zu genießen, die im Herzen der Dauntless-Erfahrung stehen. Man kann das dann halt auswählen, auf der Jagd. Fangen wir mal hier an. Ich denke, hier wird es irgendwie interessanter. Indem du dir eine Insel im Menü der Jagdgründe ansiehst, kannst du einiges über die Insel selbst lernen. Also es ist wie früher, die Schreckenspatrouille, die Hero-Patrouille. Im Prinzip haben sie gar nicht so krass viel verändert. Statt dass man jetzt halt solchen Kleinkram, also neutrale Patrouille und so auswählt, gibt es dann halt jetzt die kleinen Inseln. Dort sind dann halt die kleinen Viecher halt drauf. Da gibt es die mittelgrößeren Inseln, die stärkeren Inseln und Endgame-Inseln sozusagen. Ja. Außerdem wirst du eine Sternbewertung sehen, die geschätzte Schwierigkeit einer Insel verrät. Mit den Jagdgründen haben wir die maximale Anzahl pro Slayer der Insel auf 6 erhöht, was dir eine faire Chance gegen eine der gefährlichsten Begegnungen gibt, auf die du treffen wirst. Oder einige der gefährlichsten Begegnungen. Also braucht man auch 6 Leute. Was da ganz cool ist, dass es vielleicht so Supporter-Builds dann natürlich ein bisschen, ist natürlich geiler, ne? Wenn du 6 Leute jetzt dabei hast und zum Beispiel ein Angriffsmast steht, ein Verteidigungsmast steht oder auch selbst ein Heilmast steht, das ist dann natürlich, hat das einen ganz anderen Impact als mit 4 Slayern. Das ist halt klar. Die Frage, die ich mir stelle, ist, wie kriegen sie das von der Balance hin? Wenn ich jetzt alleine zu einem Event hinlaufe, ist der dann auch auf 6 Leute skaliert? Was passiert, wenn der zweite Mann hinzukommt? Was passiert, wenn der dritte Mann hinzukommt? Skaliert das Monster dann automatisch mit? Da sehe ich doch schon gefährliches Potenzial. Oder muss man gucken, wenn ich jetzt zum Beispiel zufällig alleine auf der Insel unterwegs bin, weil keine Spieler joinen, dann wird das alles runterskaliert. Sobald jemand joint und einfach nur Blümchen farmen geht, habe ich halt ein Problem, weil ich dann eine Zweier- oder Dreier- oder Vierer-Skalierung habe. Wenn jeder so sein eigenes Süppchen kocht, ist das dann negativ und so weiter und so fort. Und kann ich auch mit einer Sechser-Gruppe direkt in die Insel starten? Das ist eigentlich ja auch die Frage. Ne? Kann ich direkt mit einer Sechser-Truppe aus Ramsgate dorthin starten? Keine Ahnung, weiß ich jetzt nicht. Das sind alles so Sachen, das müssen wir uns mal angucken. Ja, die Benutzeroberfläche in den Jagdgründen enthält eine Fülle an Informationen, die dir ein vollständiges Bild über deine Umgebung und die Gefahren, die in deiner Nähe auf dich warten, vermitteln. Am oberen Rand deines Bildschirms kannst du so ein Fragezeichen sehen und so weiter.
Es gibt ein paar Statistiken, die du kennen solltest, bevor du dich einem Behemoth in den Jagdgründen näherst. Und das ist jetzt schon interessant. Erstens der Level. Jeder Behemoth hat ein Level, das auf die ungefähre Gesundheit und Stärke eines bestimmten Behemoths hinweist. In einigen der riskanten Insel-Events solltest du sogar auf Behemoths über Level 20 treffen. Also über unserem eigenen Level sozusagen. Farbe. Jeder Behemoth erhält außerdem basierend auf deiner aktuellen Ausrüstung eine Farbstufe von grau, leicht bis rot, sehr schwer. Eine grüne Farbstufe bedeutet, dass er höchstens einen Levelunterschied zu deinem Charakter gibt. Und es gibt noch eine Sternbewertung. Jeder Behemoth hat eine Sternbewertung, die die Schwierigkeit des Kampfes symbolisiert. Behemoths mit einer höheren Sternbewertung haben mehr Gesundheit, Schaden und Angriffe zur Verfügung und bieten deiner Slayer-Gruppe so eine große Herausforderung. Wenn du einen Behemoth in den Jagdgründen erlegst, wirst du nicht nach Ramsgate zurückgeschickt. Das ist natürlich mega. Das ist für mich das große Ding. Du gehst auf die Inseln, du glaubst dich da durch und weiter geht's und weiter geht's und weiter geht's. Du kannst so richtig powerleveln. Das ist, denke ich mal, richtig spaßig. Auch auf den kleinen Inseln, denke ich. Einfach die kleinen Viecher die ganze Zeit weghauen, schön leveln und so. Das kann schon geil sein. Auch die Meisterschaft, über die Meisterschaft dann vielleicht, schnell zu Kernen zu kommen und so. Das könnten so Tricks sein, die kommen. Müssen wir mal gucken. Stattdessen wirst du eine Zusammenfassung der Belohnung sehen, die du durch den Kampf verdient hast und danach kannst du weiter erkunden. Eine weitere Änderung, die mit den Jagdgründen kommt, ist die Fähigkeit weiter zu jagen, selbst nachdem deine Gruppe besiegt wurde. Dann gibt es so einen kurzen Timer oder bei 100% Gefahr, also wenn du einfach nur Scheiße baust, da gibt es so einen Timer, haut das Behemoth ab und dann geht es wieder weiter so auf die Tour. Überlebe mit Vorräten. Wenn dir auffällt, dass deine Elixiere oder andere Verbrauchsgegenstände schwinden, kannst du einen neuen Gegenstand aktivieren, die Vorratskiste. Vorratskisten erlauben es dir, deine Vorräte, Elixiere und Flaschen wieder aufzufüllen, indem du mit der Kiste agierst. Außerdem gibt es dort noch so einen Ring, der dich dann heilt, also wie der Lebensmast. Gibt so einen Ring, kriegst Heilung über Zeit. Ist natürlich ein schöner Moment, um die Ausrüstung zu wechseln. Diese Kisten werden immer wieder dann aktualisiert, und das verstehe ich nicht ganz genau, wenn du von Insel zu Insel reist. Ich glaube, die einzelnen Inselgebiete sind wieder unterteilt in kleinere Inseln. Und zum Beispiel, du gehst jetzt auf die kleinere, von der ich die ganze Zeit rede, von dieser kleinen Insel, wo die Lesser-Sachen da rumlaufen, Lesser-Knärscher und Quillshot und was weiß ich. Und dann kannst du den Quillshot dort machen und hast dort ein Event gemacht und kannst dann rüberspringen zu einer neuen Insel, so schätze ich mal, wo dann Knärscher und so rumrennt. Und dort kannst du dann wieder eine neue Kiste rufen, dann wird die refreshed praktisch. Ob das so ist, wie das so ist, ob man einfach direkt weiter zu stärkeren Inseln springen kann, das glaube ich ehrlich gesagt nicht. Aber das werden wir sehen. Dann wird es halt einen Kleiter geben. Das wurde ja auch schon des Öfteren gesagt. Das ist ja auch das große Ding jetzt. Mit dem können wir dann halt einfach schneller dort reisen über die 18 Inseln. Generell muss man da einfach sagen, man muss halt A drücken, also Doppelsprung praktisch, und dann wird das Ding aktiviert. Wenn man die Ätherdüsen nutzt, kommt man natürlich weiter in die Luft und man muss das Ausdauerrad deines Gleiters im Auge behalten, dass man nicht zu schnell runterfällt oder so ein Quatsch. Das werden wir also alles sehen. Patrouillenschlüssel und Schatztruhen. Mit dem Erscheinen der Jagdgründe ersetzen wir Patrouillentruhen durch Patrouillenschlüssel, einem neuen Gegenstand, den du genauso verdienen kannst wie die Patrouillentruhen, indem du den Jagdpass fortschreitest und Münzwurfbelohnungen sammelst und so weiter. Patrouillenschlüssel werden benötigt, um in den Jagdgründen versteckte Schatztruhen zu öffnen. Diese Truhen können Dinge enthalten wie Kerne, unterschiedliche Währungen, Erkundungs- und Kampfverdienste, die man für den Pfad des Slayers braucht. Ich denke, das ist alles klar. Jetzt muss ich gerade gucken, ob da noch irgendwas Sinnvolles ist. Dann gehen sie hier noch auf verschiedenste Events ein, sage ich mal. Es gibt verschiedenste Events, Ätheranstieg, höchste Alarmstufe, Explosionszone und so weiter. Wenn ich euch das jetzt vortrage, verwirre ich euch eigentlich nur. Da kommen eigentlich mächtige, also Behemoths in unterschiedlichen Konstellationen und so ein Kram. Dann einmal sind die dickhäutig, einmal sind sie nicht dickhäutig, das hier finde ich interessant, große Mengen an Äther können, also plötzlicher Tod heißt eine Modifikation sozusagen, ein Event.
Große Mengen an Äther können jeden Behemoth in der gewaltigen Kraft in eine gewaltige Kraft verwandeln, der mit dem nicht zu spaßen ist. Jeder Angriff eines Behemoths ist tödlich. Also ein One-Hit. Ja, so verstehe ich das jetzt mal. Und das ist natürlich dann auch interessant. Müssen wir mal gucken, was es dann für Belohnungen gibt und so weiter und so fort. Jo, das war's von meiner Seite. Alles andere, denke ich mal, werden wir vielleicht heute noch über den Tag erfahren. Vielleicht kommt noch eine krasse News. Dann werde ich sie bei Discord oder Twitter oder Instagram direkt verlinken und so weiter. Wenn noch irgendwas Krasses kommt, nichts mitbekomme, haue ich halt die Info sofort raus. Jo, könnt ihr natürlich bei uns auf dem Discord-Server natürlich auch nachgucken. Da werden es wahrscheinlich auch noch andere direkt raushauen. Ansonsten bin ich so, ganz ehrlich gesagt, mäßig gehypt. Es sind für mich schon ein paar Fragezeichen. Ich habe eigentlich auf das große Ding gehofft. Ich weiß, ich habe noch vor ein, zwei Folgen was anderes gesagt. Hab gesagt, ich bin richtig gehypt. Ja, es ist leider nochmal ein bisschen abgeschwungen, muss ich sagen. Aus dem Grund, weil jetzt für mich der große Klopper doch nicht kam. Ich habe auf den gehofft, der war bei mir so in der Bewertung mit drin, da wird schon noch was kommen. Der kam jetzt nicht, jetzt sind es nur diese Jagden. Ich weiß, bei den Jagden läuft jetzt auch so ein Flameborn-Resakiri rum. Eventuell kriegen wir da auch Meisterschaften dazu. Also sozusagen haben wir so ein paar kleine neue BMOVs, die wir eigentlich schon kennen, die zumindest mal jetzt in der Meisterschaft und auf den Inseln auftauchen. Ja, keine Ahnung. Müssen wir mal gucken, ob die dann auch eine eigene Rüstung vielleicht droppen. Und das ist noch nicht gesagt worden. Eigene Waffen haben. Das können wir vielleicht auch noch sehen. Das könnte so ein kleiner Boni sein, den sie vielleicht noch nicht erwähnt haben. Das müssen wir mal sehen, ob es jetzt so ein Flayenborn Resakiri-Schwert gibt oder sowas. Ich glaube es ehrlich gesagt nicht, aber könnte ja sein. Oder eine Rüstung von den Typen und so weiter, die dann mehr Feuerwiderstand und so ein Kram haben. Das könnte sein. Mal gucken. Weiß ich nicht. Ja. Vielleicht kommt noch das große Ding, wie gesagt, vielleicht ist das alles so vorbereitend, dass es sagen, okay, in 14 Tagen, so am 17. Dezember hauen wir noch was Großes raus, ist für mich durchaus vorstellbar. Generell muss man sagen, Phoenix Labs hat noch zwei Entwicklerstudios jetzt gegründet, war jetzt auch eine große Meldung, also dass es dort vorangeht bei denen. Es hieß zwar auch, dass sie das nutzen wollen, um auch andere Spiele zu produzieren, aber ich denke, das werden wir bei Dauntless auch spüren, dass sich das positiv auswirkt. Ja, keine Ahnung, es ist so ein Pro und Contra. Ich muss es einfach heute Abend oder morgen spätestens selbst mal spielen, mal erleben. Wie funktioniert das mit dem Leveln? Macht das wirklich Spaß? Wie funktioniert es mit der Skalierung? Kann ich mit einem 6-Mann-Team reingehen oder muss ich mit einem 4-Mann- und einem 2-Mann-Team rein theoretisch reingehen? Macht das mehr oder weniger Spaß? Kann ich das über, den Xbox-Chat vielleicht kontrollieren, dass ich dort mit 6 Leuten reingehe und dann auf so eine Jagd gehe. Also habe ich irgendwie eine Möglichkeit, wirklich mit 6 Leuten interaktiv zu agieren. Das sind für mich alles so Sachen. Wie gesagt, die Skalierung. Ist es wirklich ein Pay-to-Win, was irgendwie ins Game da versucht wird einzuschleusen? Und so weiter und so fort. Gibt es vielleicht doch noch versteckte Sachen, die sie jetzt noch nicht erwähnt haben? Das sind alles so Sachen, kann ich alles nicht beurteilen. Die Informationen sind eher so oberflächlich, sage ich mal. Man muss es erlebt haben und dann sehen wir mal weiter. Wie gesagt, es würde mich auch freuen, wenn ihr euch generell mal zu dem Intro von Batzi in den Kommentaren mal, äußern würdet, wenn ihr sagt, okay, das war geil oder war nicht so geil oder lasst das oder sowas. Aber grundsätzlich vielen, vielen Dank an Bazzinato, dass er sich überhaupt mal die Mühe gemacht hat. Also ich denke, das steht über allen und da sind wir uns definitiv einig. Ich bin mir eigentlich recht sicher, dass ich es ab und an nutzen werde. Trotzdem würde mich und Bazzinato sicherlich auch mal eure Meinung interessieren. Creator Code Montix wäre mega geil. In den nächsten Tagen könnt ihr dann auch Videos von mir erwarten, wo ich vielleicht den einen oder anderen Trick mal wieder präsentiere, vielleicht den ein oder anderen Bild für die entsprechenden Inseln. Mal gucken, ob das wirklich so eine wichtige Rolle spielt, wie sie hier behaupten. Ja, und ich denke, damit können wir es belassen. Ich freue mich trotz allem natürlich drauf, gar keine Frage. Und da gucken wir uns mal an, wie das Ding wird. Ich wünsche euch was, haut rein, viel Spaß beim Zocken und bis zum nächsten Mal. Ciao.